Die 10 häufigsten Fehler, die den Aufbau deiner E-Mail-Marketing-Liste vereiteln. Warum Interessenten während der Anmeldung zu deinem Newsletter wieder abspringen. Die eigene E-Mail-Marketing-Liste ist der beste Weg, neue Kunden zu generieren. Doch beim Listenaufbau kann so einiges schief gehen, das heißt Nutzer springen während der Anmeldung einfach ab. Deshalb schauen wir uns in diesem Video die 10 häufigsten Fehler beim Listenaufbau einmal genauer an. Es geht ums Anmeldeformular, die Bestätigungsseite und die Bestätigungs-E-Mail, also das Double-Opt-In-Verfahren. Woran liegt es, dass Interessenten, die sich schon anmelden wollten, plötzlich einen Rückzieher machen? An welchen Punkten der Anmeldung passiert das? Was sind die typischen Fehler dabei? Und wie kannst du diese Fehler ausmerzen, damit deine Liste richtig wächst? Das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Also bis gleich. Hallo, ich bin Dieter Schäfer. Es geht um die 10 häufigsten Fehler beim Listenaufbau. Und zwar speziell beim Anmeldeformular und beim Double-Opt-In-Verfahren, also Bestätigungsseite und Bestätigungsmail. Denn darin liegen zahlreiche Stolperfallen. Also, ein Besucher kommt auf deine Squeeze-Page. Er findet deinen Lead-Magneten super und möchte ihn gerne haben. Deshalb will er sich in deinem Newsletter eintragen. Doch irgendwas passt dem Nutzer nicht und er macht einen Rückzieher. Das ist nicht nur für ihn frustrierend, sondern vor allem für dich. Daher solltest du diese Abläufe und die Tücken darin richtig verstehen. Denn nur dann kannst du deine Liste erfolgreich zum Wachsen bringen. Unser erster Punkt ist das Anmeldeformular. Hier soll der Besucher seine E-Mail-Adresse eingeben und auf den Absende-Button klicken. Dadurch wird er auf der Bestätigungsseite weitergeleitet. Dort erhält er weitere Instruktionen. Nämlich, dass er jetzt in seinem E-Mail-Postfach nachsehen soll. Dort soll er deine Bestätigungsmail öffnen und darin den Link klicken. Parallel dazu erhält der Abonnent die Bestätigungsmail. Darin muss er den Bestätigungslink klicken, um endgültig in deinem Verteiler eingetragen zu werden. Auch hier passieren häufig Fehler. Also, was kann hierbei alles schiefgehen? Erstens, das Anmeldeformular. Die 4 häufigsten Fehler beim Anmeldeformular. Fehler Nummer 1. Das Anmeldeformular ist nicht above the fold. Das heißt, es ist nicht im oberen Bildschirmbereich zu sehen. Der Nutzer muss also die Seite scrollen. Doch das tun viele nicht. Fehler Nummer 2. Im Formular werden zu viele Daten abgefragt. Fehler Nummer 3. Der Besucher weiß nicht, was er tun soll. Fehler Nummer 4. Der Nutzer möchte sich in keinem weiteren Newsletter eintragen. Die Fehler im Einzelnen. Zum ersten Fehler. Anmeldeformular ist nicht above the fold. Das bedeutet, das Anmeldeformular ist nicht im oberen Bereich der Seite. Doch der Besucher sollte dieses sofort sehen, denn nicht alle Nutzer scrollen nach unten. Und so sehen sie das Anmeldeformular möglicherweise nicht. Die Lösung. Platziere das Anmeldeformular immer ganz oben auf der Seite. Dort fällt es sofort ins Auge. Zum zweiten Fehler. Im Formular werden zu viele Daten abgefragt. Nutzer geben nicht gerne allzu viele Daten von sich preis. Wenn du zu viele Daten abfragst, klickt der Besucher weg und kommt nie wieder. Die Lösung. Für eine Newsletter-Anmeldung genügt die E-Mail-Adresse. Denn wozu brauchst du den Namen oder gar seine Adresse? Zum dritten Fehler. Der Besucher weiß nicht, was er tun soll. Auf manchen Seiten fehlt beim Anmeldeformular jegliche Call to Action, das heißt Handlungsaufforderung. Der Besucher weiß gar nicht, dass er sich hier eintragen soll. Also wird er die Seite wieder verlassen, ohne sich einzutragen. Die Lösung. Du musst dem Nutzer sagen, dass er sich eintragen soll. Und dazu braucht es eine klare Führung. Es muss wirklich klar sein, wo er seine E-Mail-Adresse eintragen soll und worauf er dann klicken muss. Schreib klare Anweisungen, wie im folgenden Beispiel. Trag dich kostenlos und völlig unverbindlich in meinen Success Report ein. Gib dazu deine E-Mail-Adresse ein und klick auf diesen Button, wie im Beispiel jetzt den Report an mich senden oder ähnlich. Zum vierten Fehler. Der Nutzer will sich in keinen Newsletter mehr eintragen. Ich bin doch schon in so vielen Newslettern eingetragen. Die Lösung. Benenne deinen Newsletter-Verteiler etwas treffender. Idealerweise Success Report. Das wirkt viel attraktiver als Newsletter. Denn dann tragen sich Nutzer doch viel lieber ein. Noch ein kleiner Extra-Tipp. Setze neben oder unter das Formular den Hinweis, dass der Nutzer ab jetzt weitere E-Mails erhält. Zudem musst du ihn auch darauf hinweisen, dass er sich jederzeit wieder aus deinem Verteiler austragen kann. Zum Beispiel so, wie ich das schreibe. Wichtiger Datenschutzhinweis. Du meldest dich damit in meinem kostenlosen E-Mail-Verteiler an und erhältst in Zukunft E-Mails von mir mit Informationen zum Thema, was immer eben dein Thema ist. Du kannst den Newsletter jederzeit wieder mit nur einem Klick abbestellen,
siehe Datenschutzerklärung, die natürlich hier verlinkt sein muss. Dies sorgt gleich für Transparenz und schafft wiederum mehr Vertrauen. Zweitens, die Bestätigungsseite. Hier ist es von Vorteil, eine eigene, individuelle Bestätigungsseite einzubinden. Denn das hat durchaus Vorteile. Doch dazu gleich mehr. Die vier häufigsten Fehler auf der Bestätigungsseite. Fehler Nummer 1. Es fehlt jedes Erkennungsmerkmal, dass die Seite zur Anmeldung gehört. Fehler Nummer 2. Die Instruktionen sind ohne klare Handlungsaufforderung. Fehler Nummer 3. Die Seite enthält kein Branding von dir oder deinem Unternehmen. Fehler Nummer 4. Es ist kein Hinweis vorhanden, dass der Nutzer auch im Spam-Ordner nachsehen soll. Die Fehler im Einzelnen. Zum ersten Fehler. Kein Hinweis, dass die Seite zur Anmeldung gehört. Der Nutzer sieht die neu geladene Seite in keinem Zusammenhang mit der Anmeldung. Das verwirrt ihn und er schließt die Seite wieder. Die Lösung? Mach es visuell erkennbar, dass die Seite zur Anmeldung gehört. Bedanke dich dort nochmals für die Anforderung des Geschenkes. Zudem kannst du nochmals das Cover des Leadmagneten abbilden. Dann weiß der Nutzer sofort, dass die Seite zum Anmeldeprozess gehört und er wird sich sehr wahrscheinlich eintragen. Zum zweiten Fehler. Es fehlt eine klare Handlungsaufforderung. Der Nutzer ist vielleicht zum allerersten Mal auf einer solchen Squeeze-Page. Daher weiß er gar nicht, was er jetzt tun soll. Deshalb kann es auch hier passieren, dass er wegklickt. Somit achtet er auch nicht auf die E-Mail in seinem Postfach. Wieder geht ein Abonnent verloren. Die Lösung. Sagt dem Nutzer, dass er jetzt eine E-Mail erhält. Er muss wissen, dass er diese öffnen muss und den Link darin klicken muss. Zum dritten Fehler. Die Seite enthält kein Branding von dir oder deinem Unternehmen. Auf der Seite ist somit nichts von dir persönlich zu sehen. Keinerlei Nachweis, dass du kompetent zum Thema bist. Somit misstraut er dem Ganzen und verzichtet lieber auf das Geschenk. Auch dieser Interessent kommt nie wieder. Die Lösung. Zeige auf der Bestätigungsseite dein Branding. Damit baust du Vertrauen auf. Platziere dein Foto und dein Unternehmenslogo auf der Seite. Der Nutzer kennt dich nicht. Durch das Branding fasst er mehr Vertrauen. Er nimmt dich als Experten wahr und das wirkt wie ein Anmeldebooster. Zum vierten Fehler. Es ist kein Hinweis vorhanden, dass der Nutzer auch im Spam-Ordner nachsehen soll. Landet deine Bestätigungsmail im Spam-Ordner, ist die Anmeldung dahin. Denn die wenigsten schauen regelmäßig in den Spam-Ordner. Die Lösung. Platziere auf der Bestätigungsseite einen Hinweis, dass der Nutzer auch im Spam-Ordner nachsehen soll. Zusatztipp. Weise auf der Bestätigungsseite auch gleich auf die Betreffzeile der Bestätigungsmail hin. Diese lautet vorzugsweise wie folgt. Nur noch ein winziger Schritt. Somit erkennt er diese gleich in seinem E-Mail-Postfach und weiß, dass er sie öffnen muss. Drittens, die Bestätigungsmail. Die Bestätigungsmail enthält den Bestätigungslink. Und jetzt kommt das Wichtigste. Diesen Link muss der Nutzer klicken, denn erst damit ist er endgültig in deinem Verteiler eingetragen. Doch eine fahrlässig verfasste Bestätigungsmail führt ebenfalls zum Absprung des Nutzers. Die häufigsten Fehler in der Bestätigungsmail. Fehler Nummer 1. Es lässt sich kein Zusammenhang zur Anmeldung erkennen. Der Nutzer denkt, was soll diese E-Mail? Und löscht sie einfach. Fehler Nummer 2. Beim Bestätigungslink fehlt die Handlungsaufforderung. Die Fehler im Einzelnen. Zu Fehler Nummer 1. Es lässt sich kein Zusammenhang zur Anmeldung erkennen. Die Lösung. Stelle der Bestätigungsmail sogleich den Bezug zur Anmeldung her. Bedanke dich gleich nochmals für die Anforderung des Geschenkes. Zum Beispiel so. Vielen Dank für die Anforderung meines Reportes. Darunter vielleicht nochmals der Titel. Dadurch weiß der Nutzer sofort, dass diese E-Mail zum Anmeldeverfahren gehört. Zum zweiten Fehler. Beim Bestätigungslink fehlt die Handlungsaufforderung. Der Nutzer erkennt nicht, dass er auf den Link klicken muss. Auch hier wird er die Mail wieder löschen. Die Lösung? Schreibe eine deutliche Handlungsaufforderung über den Link. Zum Beispiel so. Bitte klicke auf diesen Link. Darunter setzt du den Bestätigungslink. Und zwar fett und in einer Signalfarbe. Am besten in Blau. So wie hier. E-Mail-Adresse bestätigen. Damit sieht er auch sofort, dass er diesen Link klicken muss. Natürlich gibt es auch andere Gründe, warum Nutzer während des Eintragens abspringen. Wenn du jedoch die hier genannten Fehler eliminierst, dann wird die Absprungrate auf jeden Fall deutlich kleiner sein. Weitere Videotutorials zum Thema E-Mail-Marketing für Einsteiger findest du hier rechts außen in meiner Liste. Die Links dazu findest du wie immer auch unter dem Video in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Business. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, dein Dieter Schäfer.